Ja, wie man vermutlich schon vermutet, ist natürlich der Fall 2 interessanter. Ich meine, wenn hier überhaupt gar keine Aussage möglich wäre, dann würden wir das Ganze ja wahrscheinlich nicht machen. Also im zweiten Fall, wenn ich also wirklich ein Vektorfeld habe, das ich als Gradient von einem Skalarfeld schreibe, dann habe ich in der Tat einen Hauptsatz, ja, für dieses vektorielle Kurvenintegral. Und das wollen wir uns mal genauer angucken. Also das hier ist wirklich der interessante Fall. Also Teil 2. Dann nehme ich mir jetzt also das f, kriege ich jetzt durch den Gradienten von Phi, also gebe ich mir erstmal das Phi vor. Und damit ich es konkret hinschreiben kann, mache ich mir jetzt alles wieder für m gleich 2. Nicht? Also ich guck mir Funktionen im R2 an, nur damit ich wirklich alles schön explizit hinschreiben kann und nicht eine Summe über i von 1 bis m habe. Okay, also das Phi, das soll also hier ein Skalarfeld im R2 sein. Das geht also von R2 nach R. Später vielleicht auch nur definiert auf Teilmengen, aber für das, was ich jetzt mache, spielt es keine Rolle. Nicht? Also das sei ein Skalarfeld. Ja, und dann bilde ich mir aus diesem Skalarfeld durch Ableiten ein Vektorfeld. Nicht? Und die Ableitung ist jetzt hier einfach der Gradient. Das heißt, das f, ja, das nehme ich jetzt als den Gradient, schreibe ich ihn vielleicht mal mit Nabla, das ist also dann Nabla von Phi. Und das ist jetzt natürlich, also der Gradient ist einfach der Vektor der partiellen Ableitungen. Ne? Das heißt, also ich kriege an jeder Stelle x, kriege ich halt einen Vektor im R2. Also das ist wirklich ein Vektorfeld von R2 nach R2. Ja, und jetzt berechne ich für dieses Vektorfeld, berechne ich jetzt wirklich mal dieses vektorielle Kurvenintegral. Ne? Und wenn da ein Hauptsatz gilt, dann sollte das Ergebnis, das da rauskommt, sollte irgendwie nur von den Endpunkten der Kurve abhängen. Ja, aber das können wir jetzt ja einfach mal nachrechnen. Nicht? Also dann ist, also ich gucke mir jetzt ein Integral über eine Kurve an. Sollte ich mir die Kurve vielleicht noch hinschreiben? Wie üblich ist die Gamma, geht von A, B, geht jetzt in den R2. Ne? Ich betrachte ja alles im R2. Okay, und dann gucke ich mir halt das Kurvenintegral, also dieses vektorielle Kurvenintegral über die Funktion f über die Funktion über die Kurve Gamma an. Ne? Und das ist ja nach Definition, ne, da steht es ja noch, das ist Integral von a bis b über das innere Produkt f an der Stelle Gamma t, inneres Produkt mit der Ableitung der Funktion ja, der Kurve Gamma Strich dt. Gut. Okay, und jetzt schreibe ich vielleicht, also jetzt will ich natürlich für das f, will ich dann benutzen, dass es von der Form ist, es ist der Gradient von irgendwas. Und jetzt, um es expliziter zu machen, sollte ich mir vielleicht dieses innere Produkt hier, das ist ja das innere Produkt von Vektoren, sollte ich mir vielleicht dann auch mit den Komponenten hinschreiben. Das heißt also, das hier, ja, was ist das? Das ist ja natürlich, also jetzt im Zweidimensionalen, gut, das ist der Grund, warum ich ins Zweidimensionale gegangen bin, was ist das innere Produkt zwischen zwei Vektoren? Na, das ist natürlich das Produkt der ersten Komponenten plus das Produkt der zweiten Komponenten. Also in dem Fall ist es halt, also die Komponenten von f heißen natürlich f1 und f2, die Komponenten von Gamma heißen natürlich Gamma1 und Gamma2. Das heißt, was ich hier habe, ist also f1 an dieser Stelle Gamma von t multipliziert mit der ersten Komponente von Gamma Strich an der Stelle t. Und dann wird dazu addiert das entsprechende für die zweite Komponente, also f2 an der Stelle Gamma von t multipliziert mit der zweiten Komponente von dem Gamma Strich. So, ne, das ist einfach nur das innere Produkt hier explizit hingeschrieben. Ja, und jetzt kann man aber wiederum sehen, dass das, was ich hier habe, das ist jetzt eigentlich auch wieder eine Ableitung von einer Komposition, ja, wenn ich einfach wieder die Kettenregel benutze. Und vielleicht ist es wieder gut, sich zu überlegen, wo meine Funktionen hier überhaupt laufen. Nicht? Also ich gehe von R nach R2 und dann gehe ich wieder zurück nach R. Nicht? Und meine Kurve Gamma, das ist Gamma, das geht von R nach R2. Ja? Und dann habe ich halt noch meine Funktion Phi, die geht von R2 nach R. Okay, gut. Aber natürlich, bis jetzt habe ich das Phi noch gar nicht benutzt. Und das mache ich jetzt natürlich, benutze ich hier. Ne? Das F nehme ich ja jetzt an, das ist der Gradient von Phi. Das heißt, das F1 ist die erste Ableitung, ist die ja, partielle Ableitung von Phi nach der ersten Komponente und das F2 ist die partielle Ableitung von Phi nach der zweiten Komponente. Und das sollte ich mir jetzt hier vielleicht dann mal hinschreiben. Ich also sagen wir, also nur dieser Ausdruck hier, schreibe ich den nochmal mit den Phis hin. Also das F1
Das ist ja, weil f der Gradient von phi ist, ist es also die Ableitung von phi nach der ersten Komponente. Ja, das nehme ich hier an der Stelle Gamma von t und multipliziere es mit Gamma 1 Strich von t. Gut, und dann der zweite Term. Das f2 ist natürlich die partielle Ableitung von f nach der zweiten Variablen, ist die partielle Ableitung von phi nach der zweiten Variable, nicht? Weil f ist ja der Gradient von phi an der Stelle Gamma von t und multipliziert wird es halt mit der zweiten Komponente von Gamma Strich von t. Ja, gut, und jetzt bin ich in dieser Situation, dass ich quasi, ich habe hier irgendwas, was ich mit Phi und Gamma ausdrücke, ja, und das hier, was ich hier habe, ist eigentlich die Ableitung der Komposition, nicht? Also die Komposition geht ja von hier nach hier, ne, das ist ja Phi nach Gamma. Ja, okay, und wenn ich das nach der Kettenregel ableite, kriege ich genau diesen Anteil hier, nicht? Also wenn ich das als Funktion von T betrachte, ja, die Kettenregel sagt mir, was ich dann kriege, ist halt die erste ist die Ableitung von Phi nach seiner ersten Variable und dann muss ich die erste Komponente von Gamma nach dem T ableiten. Plus die Ableitung von Phi nach seiner zweiten Variable Ma und dann muss ich halt das Gamma, die zweite Komponente von Gamma nach dem T ableiten. No, und hier muss ich natürlich die richtigen Werte einsetzen, hier T und hier Gamma von T. Das ist genau das, was die Kettenregel mir für diesen Fall hier sagt. Das heißt, das, was ich hier habe, ist jetzt nichts anderes als ein viel einfacher Ausdruck, nämlich die Ableitung von der Komposition von Phi mit Gamma an der Stelle T. Ja. Ja, und dann bin ich jetzt natürlich zurück zum Hauptsatz der differentialen Integralrechnung für unsere normalen Integrale. Nicht, weil, ja, was ich dann hier habe, das ist ja das hier, das ist dann aber nichts anderes als das Integral über die Ableitung. Nicht, also schreiben wir es nochmal hin, also das Integral von Gamma f dx, ja, das ist ja das Integral von a bis b über diesen Ausdruck. Wenn ich jetzt aber für das f, wenn ich das f mit Hilfe von dem Phi ausgedrückt habe, dann haben wir gesehen, dass dieser Ausdruck hier nichts anderes ist als das hier, also die Ableitung von, oder ich schreibe das einfach mit dem Strich, wie wir es normalerweise machen für die Ableitung im Eindimensionalen, also Phi nach Gamma, davon die Ableitung an der Stelle t dt. Ja, und jetzt, das hier ist ein ganz normales Integral über r, über eine Funktion, ne, also die Komposition von Phi mit Gamma ist ja eine Funktion von r nach r, ne, von r nach r. Ja, natürlich hier die Kurve geht zwischendurch mal in den R2 rein, aber dann gehe ich mit dem Phi ja wieder zurück. Ja. Also hier bin ich jetzt wirklich zurück zu ganz normalen Integralen in r. Ich habe das Integral über eine Ableitung. Das heißt, diese Funktion ist eine Stammfunktion von der Ableitung. Das heißt, der Hauptsatz sagt mir hier, dass ich einfach diese Funktion an der oberen Grenze minus die Funktion an der unteren Grenze kriege. Oder vielleicht schreiben wir es nochmal mit dieser Schreibweise hin. Also die Stammfunktion von dem, was ich hier habe, das ist einfach die Funktion Phi nach Gamma. Und das muss ich an den Grenzen AB nehmen. Nicht? Also das ist nichts anderes als Phi nach Gamma von B minus Phi nach Gamma von A. Ja, oder, wenn ich es nochmal dann einsetze, Phi nach Gamma heißt ja nichts anderes, ich nehme Phi an der Stelle Gamma von B minus Phi an der Stelle Gamma von A. Ja, na und jetzt, was ich hier habe, ist jetzt natürlich genau das, was ich von so einem Hauptsatz erwarte, dass er mir nämlich ein Integral über eine Ableitung ausdrückt durch Integral oder irgendwas, aber egal, er drückt mir das aus durch irgendwas, was nur von den Endpunkten, nur vom Rand der Kurve abhängt, über die ich integriere. Und das hier hängt nur von dem einen Endpunkt ab und das hier von dem anderen. Ne? Also es ist genau das, was ich von so einem Hauptsatz erwarte. Das heißt, das Ergebnis über so ein Integral, das hängt nur von den Endpunkten von Gamma ab, aber nicht, wie ich das Gamma wirklich gewählt habe. Ne? Vorher war es ja so, wenn ich zwei Punkte verbinde und ich nehme so ein skalares Integral, das der Länge entspricht, ja, dann hängt natürlich das Ergebnis schon von der spezifischen Kurve ab. Ja. Aber hier ist es anders. Das ist egal, welche Kurve ich zwischen A und B lege, dieses Integral ist immer das gleiche. Also das Ergebnis hängt nur von den Endpunkten ab. Von den Endpunkten der Kurve ab.
und nicht von der Kurve, nicht von der ganzen Information über die Kurve. Also nicht. Von der speziellen Wahl von Gamma. Ja, oder wenn ich das quasi das Bild, das ich vorher hatte, wo es nicht funktioniert hat, wenn ich das vielleicht nochmal hinmale, nicht? Also ich habe jetzt hier zwei Punkte, die verbinde ich halt durch zwei Kurven. Die eine nenne ich Gamma und die andere nenne ich Gamma Strich. Ja, und ich berechne dann das Integral über diese beiden Kurven von so einer Funktion f, die gegeben ist durch den Gradienten von irgendwas, dann hängt das Ergebnis nicht von der Kurve ab, sondern nur von den Endpunkten. Aber die haben ja beide die gleichen Endpunkte, ja, von daher kriege ich da das Gleiche raus. Na, das heißt also, das Integral über die Kurve Gamma von dieser Funktion f, die jetzt der Gradient von irgendwas ist, dx, ist das Gleiche wie das Integral über diese Kurve Gamma Schlange von dem gleichen, von der gleichen Funktion. Ne? Ja, okay, und das ist ja vielleicht schon ein erstaunliches Ergebnis. Nicht? Aber natürlich ist es hier eigentlich nichts anderes als das Hochliften von dem Hauptsatz, den wir für normale Funktionen haben, wenn ich das hochlifte auf jetzt Kurven im R hoch M. Ja? Gut, aber das Hochliften muss halt richtig gemacht werden, weil ich meine, es funktioniert halt hier, aber hier funktioniert es halt nicht. Also man, ich hoffe, man sieht hier, ja, dass schon alles richtig zusammenpassen muss. Gut, aber das hier ist jetzt im Prinzip die erste Version, noch eine recht einfache Version, vom Hauptsatz im höherdimensionalen, im Prinzip ist es das Hochliften vom Hauptsatz von R auf Kurven, aber das zeigt schon, ja, dass natürlich hier die spezielle Wahl der Ableitung wichtig ist und was ich hier brauche, sind halt Funktionen, die ich schreiben kann als Gradient von Phi. Ja, und das ist gut, im Eindimensionalen, dass ich eine Funktion ja, als Stammfunktion schreiben kann, das ist irgendwie nicht so erstaunlich, weil fast jede Funktion ist eine Stammfunktion. Im Höherdimensionalen ist es schon was Spezielleres. Das heißt, es gibt viele Vektorfelder, die kann ich nicht in dieser Form schreiben. Nicht? Die kann ich nicht schreiben als die Ableitung von irgendwas. Ja, im Eindimensionalen, normale Funktion kann ich schreiben als Ableitung von irgendeiner Funktion. Ne? Okay. Aber im Höherdimensionalen ist es schon eine sehr spezielle Bedingung und da werden wir uns im Folgenden noch ein bisschen näher drüber unterhalten. Erstmal werden wir, weil das wirklich eine wichtige Bedingung ist, werden wir dieser ganzen Situation einen Namen geben und dann werden wir uns noch ein bisschen mehr dazu überlegen, wie speziell das ist und was wir da eigentlich genau sagen und kontrollieren können.